Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Rezension für euch und zwar zu Bravelands von Erin Hunter. Das ist ein englischsprachiges Buch und und die neue Geschichte von Erin Hunter bzw. dem Autorenteam. Und ich habe mich jetzt mal an diese englische Variante rangetraut, weil ich wissen wollte, was es ist und was es geht. Und ja, wie gesagt, Bravelands, Broken Pride, der erste Band. Und das Buch kostet bei Amazon 14 Euro. 14 oder 15 Euro. Also wie hier auch die Warrior Cats Bücher. Das Buch hat 319 Seiten und ist ein Hardcover. Hier so ein schmales. In Bravelands geht es darum, beziehungsweise es gibt drei Fraktionen, die beschrieben werden, ausführlich beschrieben werden. Eben die Löwenhorde, nicht Horde, Herde, Rudel. Das Löwenrudel, dann die Pavian-Rotte oder Horde oder wie sie auch immer heißen. Und eben die Elefantenherde. Man hat pro Kapitel, beziehungsweise in dem, wo der drankommt, das ist aus einer Sicht von einem Löwen, einem Affen und eben einem Elefanten, beziehungsweise Elefantendame geschrieben. Und es wird immer hier angezeigt, wer gerade dran ist. Wobei sich Löwe und Affe und am Schluss dann auch der Elefant, die mischen sich, beziehungsweise treffen eben aufeinander. Hört sich besser an, als mischen sich. Und es geht darum, im ersten Kapitel oder in der ersten... im ersten Kapitel treffen wir eben auf einen kleinen Löwenjungen, beziehungsweise Löwenbaby, welcher... beziehungsweise ist es bei den Löwen so, dass die Löwen, wenn sie noch Babys sind, eben nach ihrer Mutter benannt werden. In diesem Fall geht es eben zuerst um Swift Cup. Das ist eben das Löwenbaby von Swift. Und wie er dann schließlich zum richtigen Löwen wird, beziehungsweise seinen Namen bekommt. Und er dann schließlich Fearless, also furchtlos heißt. Und dann treffen wir noch auf den Affen bzw. Pavian Stinger, welcher den kleinen Fearless rettet. Und so kommt dann der Löwe auch zu den Affen und freundet sich mit Thorn und Matt an. Das sind auch zwei Paviane. Und bei den Pavianen ist es so, sie haben eben verschiedene Aufgaben beziehungsweise Prüfungen, bevor sie dann so, ja, nicht Oberaffen, aber eben einen anderen Rang bekommen. Eben ganz klein an, wird dann zum Middle Leaf, High Leaf und dann gibt es noch einen Anführer, das ist dann der Star Leaf. Und die Affen müssen sich eben so hinaufarbeiten und müssen Prüfungen bestehen, damit sie das eben erreichen, diesen Rang. Und es gibt natürlich die beiden Thorn und Matt, Fearless Freunde und auch böse Affen, die das Ganze verhindern wollen. Und das ist beziehungsweise Nat, also Nuss und seine Gruppe, die dann die beiden immer ärgern und auch den Löwen. Und Fearless ist ja, wie schon erwähnt, ein Löwe und passt eigentlich nicht so in die Gruppe. Und es gibt auch ein paar Affen bzw. Paviane, die natürlich was gegen ihn haben oder auch einfach Angst vor ihm haben, weil er, wie gesagt, ein Löwe ist. Auch wenn er noch ein Baby oder ein Junglöwe ist. Und dann gibt es noch Sky. Sky ist, wie gesagt, die Elefantin. Und sie ist auch noch ein Junges, beziehungsweise ein Kind, ein Elefantenkind. Und mit ihr erleben wir eben, wie sie die Elefantengruppe
von Hyänen angegriffen werden, von Löwen angegriffen werden, Entschuldigung. Und ja, wie dann diese Elefanten zusammenhalten und wie auch Zebras und Gnus zusammenhalten und eben die ganze Gruppen beschützen. Denn ja, sie sind alle Grasfresser und hören alle oder passen alle aufeinander auf und hören alle auf die Great Mother, also große Mutter, was eben eine alte Elefantin ist. Und ja, passen eben alle aufeinander auf und ja. So nach und nach treffen dann eben alle zusammen, beziehungsweise der Löwe und der Affe, beziehungsweise die Affen treffen ja schon sehr früh aufeinander und erst später treffen dann trifft dann die Gruppe auf die Elefanten. Und ja, ich lasse das jetzt mal so stehen. Das Buch ist sehr gut, es ist sehr schön geschrieben, es ist auch sehr einfach geschrieben. Ich hatte ja nie irgendwie Englisch gehabt, aber es ist wirklich sehr einfach zu lesen und es gibt nur wenige Wörter, die man oder die ich nicht kannte. Gerade so was die Tiere angeht, Vultures, also Geier oder Gnu kannte ich zum Beispiel nicht. Oder was ein Trunk ist, wusste ich nicht, beziehungsweise hatte ich da was anderes im Kopf. Aber ja, es lässt sich sehr einfach lesen und ist, wie gesagt, es ist ein Kinderbuch, es geht wirklich. Was ein bisschen anders ist, ist eben, dass die Seitenanzahl immer oben steht und auch auf jeder Seite der Titel des Buches ist, was ich ein bisschen seltsam finde, als würde man irgendwie vergessen mittendrin, was man liest. Es ist sehr, sehr schön geschrieben, hat wieder so der, beziehungsweise es ist nicht wie Warrior Cats, es ist wirklich was ganz anderes. Man hat zwar so, es gibt Heiler, es gibt Krieger, es gibt Anführer, so das Ganze, aber es ist halt wirklich was anderes und es ist wirklich sehr, sehr gut und ich freue mich schon auf den zweiten Band und ich freue mich auch darauf, wenn es auf Deutsch rauskommt, damit ich es dann nochmal auf Deutsch lesen kann. Das Cover ist auch wirklich sehr süß. Hier der kleine Fearless. Jetzt kann Stinger Matt oder Thorn sein und hier Sky. Sehr süß. Ja, ich würde sagen, das war's dann auch schon und ja, bis zum nächsten Mal dann. Eure Anna.